Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heath80 mit einem neuen Filmreihenvideo für euch. Und in der letzten Ausgabe ging es ja um eine Komödie mit dem Namen Reine Nervensache. Und wie mir diese Filmreihe gefallen hat, da könnt ihr meinen kleinen Blick riskieren. Und heute gehen wir direkt ins Action-Genre über mit XXX. Mit Vin Diesel in der Hauptrolle und muss wirklich sagen, diese Filmreihe hat natürlich schon mal einen extrem grenzgenialen Anfang des Films mit Rammstein, Feuer frei, Bang, Bang. Und da war natürlich schon Feuer und Flamme bei diesem Film. Der Film an sich hat mir extrem gut gefallen. Aber es gibt ja auch noch ein paar Fortsetzungen. Natürlich, man muss natürlich aus jedem Film noch eine Filmreihe machen. Ob es dann gut oder schlecht wird, das interessiert eigentlich fast niemand mehr. Und bei diesem Falle muss man hier wirklich einfach ein bisschen tiefer ins Glas gucken, um diese Filme noch mögen zu können. Zumindest so geht es mir. Ich trinke kein Alkohol, also ich sehe diese kompletten Filme nüchtern und das ist manchmal auch gar nicht mal so gut. Aber wir beginnen natürlich erstmal mit XXX, mit Vin Diesel in der Hauptrolle. Der Film ist aus dem Jahre 2002 und der Film geht 124 Minuten in der Kinofassung. Es gibt auch noch einen Director's Cut auf DVD, nicht auf Blu-ray, denn hier ist nur die Kinofassung enthalten gewesen und der Director's Cut-Fassung geht 132 Minuten. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und Regie führte hier Rob Cohn. Rob Cohn? Ja, er hat auch den wunderbaren, einen meiner Lieblings-Fantasy-Filmen von damals gedreht, und zwar Dragonheart oder auch Daylight. Und auch den allerersten wirklich sehr guten Fast and the Furious Film, den ich wirklich liebe. Ab da geht es ein bisschen bergab. Dann gibt es noch Stealth und auch die Mumie 3 gab es auch noch von ihm. Also auch er war doch recht erfolgreich. In Hauptrollen haben wir bei XXX natürlich Vin Diesel als Xander Cage. Und natürlich Pitch Black, Fast and the Furious oder auch Riddick hat er mitgespielt. Oder eben auch bei Soldat James Ryan hat er ebenfalls eine kleine Rolle gehabt. Dann haben wir hier die Asia Argento, ist die Jelena, haben wir gespielt bei The Church. Dann die Bartholomäusnacht sowie auch Land of the Dead. Als Bösewicht haben wir hier Yorgi, haben wir gespielt, also ist der Martin Kosokas, haben wir gespielt bei Herr der Ringe 1 und 2 sowie auch bei Sin City 2 und auch bei The Equalizer. Sam L. Jackson ebenfalls hier mit dabei als Agent Augustus Gibbons. Ja, also ganz ehrlich, Sam L. Jackson, wo spielt er nicht mit? Wenn man auf die Wikipedia-Seite von ihm geht, da kommen erstmal spaltenweise Filme, aber die bekannten hier zum Beispiel von, natürlich ist klar, Stirb langsam 3, Django Unchanged, Saw Spiral, Deep Blue Sea, Jurassic Park. Oder auch die beiden, die Prequels von Star Wars, war ebenfalls mit dabei als Mace Windu. Und auch Danny Trejo darf auch niemals fehlen bei solchen Filmen. Er spielt hier eben einen kolumbianischen Drogenboss. Ja, als kleine Nebenrolle wieder hier. Auch ebenfalls die Nebenrolle bei From Dusk Till Dawn. Hauptrolle hier haben wir natürlich auch hier bei Machete war wir dabei. Und ebenfalls bei Halloween von Rob Zombie war er ebenfalls ein Gefängnis oder ein Putzmann im Gefängnis. Und auch Tony Hawk hat ja auch eine kurze Rolle als Cadillac-Fahrer. Er ist natürlich ein Skateboard-Profi und hat auch mitgespielt bei Jackass. Um was geht es nun eigentlich bei XXX? Ja, der Extremsport- und Underground-Legende Xander Cage hat ein beachtliches Strafregister angesammelt. Doch, er hat den größten Clou jetzt gemacht, einen extrem geilen Stunt von einer Brücke und er wird gefangen genommen, aber der NSA-Chef Gibbons hat eine glorreiche Idee. Sie müssen unbedingt eine Geheimorganisation namens Anarchie 99 infiltrieren und alle Agenten von der NSA wurden dort getötet. Deswegen versucht eben Gibbons einen Geheimagenten einzuschleichen, der eigentlich ein Bösewicht ist, und versucht eben einige Gefangene das eben zu schmackhaft zu machen. Und so wurde eben auch dann Xander Cage auch geprüft und auch
auf Mike O'Neill getestet, ob er für diese Einsatz einsatzfähig ist. Und er ist auf jeden Fall einsatzfähig, er hat auf jeden Fall sehr gutes Potenzial und geht eben dann zu Anarchie 99 und versucht eben herauszufinden, was die denn vorhaben. Und wie soll es auch anders sein, bei einem Spionage-Actionfilm richtig die Weltherrschaft wollen sie haben. Und ob es ihnen gelingt oder ob ihnen der Xander Cage in die Quere kommt, das erfahren wir in dem ersten Teil von Triple X. So, wie schon mal zu der Handlung von dem ersten Teil und auch ein bisschen Hintergrundinformation von diesem Film gibt es ebenfalls. Das Budget lag bei diesem Film bei 85 Millionen US-Dollar und als erste Wahl als Xander Cage war nicht Vin Diesel, sondern Eric Bana. Ich kann mir diesen Schauspieler eigentlich nicht darunter vorstellen, ganz ehrlich. Aber er lehnte ab, da er noch The Nugget drehte. Vin Diesel hatte vorher noch nie eine Motocross-Maschine gefahren und wurde deshalb von der Weltelite 3 Monate lang trainiert. Und was er hier abgeliefert hat, alter Verwalter. Ja, auch sieht man auch Triple X hier mit extrem vielen Tätowierungen an seinem Körper, aber keine davon ist wirklich an Vin Diesel wirklich dran. Es sind alles nur ja, Tattoo-Aufkleber. Die Dreharbeiten starten am 26. November 2001 und endeten im März 2002. Die Drehorte waren Vereinigte Staaten, Österreich, Tschechien sowie auch Französisch-Polynesien. Und der Sprung mit der Chevrolet Corvette von der Brücke wurde mit 18 Kameras auch gleichzeitig gefilmt und das kommt absolut geil rüber. Auch die NSA-Szene für die 120 Monitore verwendet wurden ebenfalls in Prag gedreht. Leider Stuntman Harry O'Connor wurde bei den Dreharbeiten getötet während des Parasailing-Stunts. Er kollidierte mit der Brücke, jedoch aber erst bei dem zweiten Drehtag. Die Szene ist trotzdem erhalten und das war die vom ersten Drehtag. Also echt extrem krasse Scheiße, ne? Fuck. Dann Premiere feierte der Film in den Vereinigten Staaten am 9. August 2002. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz lief der Film am 17. Oktober 2002 dann in die Kinos. In den Vereinigten Staaten spielte er 141 Millionen US-Dollar ein und außerhalb der USA 109 Millionen. Und der 2021 berichtete wohl die Asia Argento, dass sie wohl vom Regisseur Rob Cohen wohl während der Dreharbeiten bei Triple X wohl vergewaltigt wurde. Der Director's Cut, wie gesagt, 8 Minuten länger. Trotzdem wurde er geschnitten, aus dem Grund wegen der englischen Einstufung. Er hätte nämlich damals ab 18 sein können in Großbritannien, aber es wurde eine einzelne Szene wohl geschnitten, und zwar bei Minute 27, wo es eben ein direkter Kopfschuss wohl geht. Und das Dazugeräusch wurde herausgeschnitten und deswegen wurde es eben ab 16 freigegeben. Aber wie gesagt, ich habe den Director's Cut nicht gesehen. Habt ihr den irgendwo zu Hause liegen? Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich ihn auch jemals auf DVD hatte. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und ja, Rammstein, wie gesagt, auch hier ist mir dabei, als mit dem Lied Feuerfrei aus dem Album Mutter. Und das war natürlich schon ein Burner. So, jetzt kommen wir noch zu meiner persönlichen Meinung. Und dann sind wir gleich mal hier am Anfang. Ihr wisst, ich bin großer Rammstein-Fan. Und das ist natürlich schon mal ein extremst geiler Anfang gewesen von dem ersten Teil mit der Anfangsmelodie von Feuerfrei. Das geht eigentlich gleich los bei dem Logo, wo es einfliegt. Und dann eben geht es dann auch direkt los mit dem Club-Szene und wo eben auch hier Rammstein auch auftritt mit dem genialen Feuershow bei Feuerfrei und auch das ist einfach nur der Oberhammer und dann direkt nach dieser genialen ja, Overtüre kann man sagen von diesem Film geht es direkt weiter mit Xander Cage mit diesem extrem fantastischen grenzgenialen Stunt mit der Corvette, wo eben diese Brücke runterfliegt. Einfach nur der Wahnsinn. Und da hat er mich schon komplett in den Bann gezogen. Auch der komplette Film ist einfach nur ein cooler Film mit extrem viel Coolness von Vin Diesel. Und auch Vin Diesel sowie auch Sam L. Jackson spielen einfach wunderbar perfekt zusammen und geben einfach ein perfektes ja, Paar, die nicht unterschiedlicher sein können. Ja, auch der Soundtrack finde ich hier extrem stark. Sehr starke, coole, rockige Lieder mit dabei. Auch passt natürlich auch zu den Szenen gewählt. Passt wirklich perfekt. Und vor allem auch hier, was man hier wirklich sieht bei diesem ersten Teil, die extrem mega
geilen Stunts. Also diese Stunts waren so genial gemacht, sei es der Brückenabflug oder auch die Motocross-Szene in Kolumbien. Einfach nur fantastisch dargestellt. Man sieht so ab und an mal, ja, wenn man genau hinguckt, auch wirklich mal den Stuntman auf der Motocross-Maschine sitzen. Aber das ist so geil inszeniert, auch mit extrem viel verschiedenen Kameraperspektiven, einfach nur hervorragend aufgenommen und einfach nur grandios umgesetzt. Oder auch das Tablet-Skaten ist ein bisschen übertrieben. Auch da natürlich dann zum Schluss dann eben das Snowboard, ja, Fahrt oder Sprung nach unten, auch das wirkt sehr übertrieben, aber bei diesem Film ist es noch einigermaßen akzeptabel. Auch wieder die Kameraaufnahmen von diesen ganzen verschiedenen Stunts-Aufnahmen, wirklich sehr geil, wirklich mit mehreren verschiedenen Kameras aufgenommen, was man auch sieht, verschiedene Blickwinkel, also wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und das ist auch hier für mich, was ich hier wirklich hervorheben muss, diese Action-Sequenzen sind so stark inszeniert, saugenial, die einfach nur wirklich Spaß machen hinzugucken und auch wirklich auch noch richtig professionell ausschauen. Sei es auch die Explosionen und Action-Sequenzen hier in Kolumbien, da explodiert fast alles, saugut gemacht. Es wird auch sehr wenig, wie ich jetzt persönlich gesehen oder finde jetzt, wenig CGI auch eingesetzt. Okay, die Lawine dann zum Schluss ist auf jeden Fall CGI, aber ansonsten haben wir wirklich hier sehr starke gemachte Sachen hier und wirkt alles sehr perfekt und auch sehr gut ausgeklügelt. Auch einige coole, witzige Gadgets gibt es auch wie bei James Bond. Dieser Film ist für mich auch mehr eigentlich ein, ja, Geheimagentenfilm, kann man sagen, eben nur für die dunkle Seite. Mit dem Heftpflasterbombe ist sehr stark oder auch das Röntgenblickfernglas. Ja, möchte ich auch gerne haben, ja, ist klar. Und vor allem auch ein paar sehr, sehr starke Kulissen wurden hier ausgesucht. Das heißt jetzt hier die Kolumbien, aber auch das Schloss schaut einfach nur fantastisch aus, vom Bösewicht einfach nur ein wunderschönes Schloss, was perfekt in Szene gesetzt wurde, sei es jetzt eben hier von der Decke runter filmen oder halt eben von oben drauf, einfach nur genial gemacht, aber die genialste Szene zumindest, die Club-Szene in Prag mit diesem, ja, Stromblitze-Club, diese Techno-Club, einfach nur fantastisch und so viel wie ich weiß, war mein Arbeitskollege auch schon in diesem Club, ob es derselbe Club war, weiß ich nicht genau, aber er meint, genau so war es eigentlich auch bei ihm, wo er bei Silvester eben dann dort war. Also das ist schon mal hier sehr, sehr stark und natürlich auch hier sehr viele hübsche Frauen sehen wir hier auch, die wirklich nur mit knappen Höschen rumlaufen und da kann man natürlich auch wirklich hier sich auch nicht satt sehen. Was soll ich sagen? Triple X ist wirklich ein fast perfekter Actionfilm, der sau viel Spaß macht, ein wirklich geniales Stunts gezeigt bekommt und vor allem auch der Anfang mit Rammstein einfach nur in die Erinnerung bleibt. Deswegen bekommt von mir Triple X, der erste Teil, 8 von 10 Punkte. Ich liebe diesen Film, ich schaue mir auch immer wieder gerne an. Jetzt öfters war, ich habe ihn echt auch schon lange nicht mehr gesehen, aber jetzt, wenn er schon mal wieder ist, kommt er mir jetzt öfters in den Player. So, natürlich, wie soll es auch anders sein? Er war ja auch recht erfolgreich, also musste auch noch ein zweiter Teil her mit dem Namen Triple X oder halt eben XXX, The Next Level. Ja, der Film ist aus dem Jahre 2005, geht 101 Minute, ist ebenfalls ab 12 Jahren freigegeben. Regie führte hier der Lee Tamahori, hat den Film James Bond stirbt an einem anderen Tag gemacht und auch Next. Ja, Vin Diesel hat das Set verlassen, er wurde ersetzt durch Ice Cube, ist hier der Darius Stone. Ist natürlich ein Rapper, den auch wahrscheinlich auch alle kennen, aber auch im Filmgeschäft ist er tätig, ebenfalls in der Biografie von Straight Outta Compton. Ein extrem geiler Film, der mir auch sehr gut gefällt. Ride Along, Anaconda oder auch Ghost of Mars. Ich mag diesen Film. William Defoe als Minister George Octavius Deckard haben wir gespielt bei Speed 2, Der blutige Pfad Gottes, Spider-Man, Aquaman, The Norseman und auch bei vielen weiteren Filmen auch eher ein recht bekannter Schauspieler. Sam L. Jackson auch hier mit dabei. Und noch Scott Speedman ist der Agent Kyle Style. Haben wir gespielt bei The Stranger, so wie Underworld 1 und Evolution. Um was geht es nun in Triple X 2 oder auch The Next Level? Ja, eine geheime Filiale der NSA wurde angegriffen und der Befehl kam aus den oberen Reihen der Regierung. Der Superagent Triple X, Xander Cage, ist plötzlich verstorben während eines Anschlags in Südamerika.
Deswegen musste hier ein Ersatz her, der härter ist, der besser durchgreifen kann. Und deswegen wurde eben hier Darius Stone zurückgeholt aus dem Gefängnis. Er war auch ebenfalls schon beim Militär und versucht eben jetzt halt eben hier um die Runden zu kommen im Gefängnis. Aber er kennt den wunderbaren Gibbons sehr gut und er holt ihn dann auch raus aus dem Gefängnis. Und versucht eben dann gemeinsam den Bösewicht in der eigenen Regierung zu finden. So wie schon mal zu der Handlung von The Next Level. Das Budget lag bei dem Film bei 150 Millionen Dollar. Also auch hier war es dann doch ein bisschen mehr noch als bei Teil 1. Aber da haben sie es ja ein bisschen verkalkuliert. Denn aus dem Grund, da eben wenn Diesel nicht mehr mit dabei war, war das Einspielergebnis gerade mal bei 71 Millionen Dollar. Und kann man hier klipp und klar sagen, das war auf jeden Fall ein finanzieller Flop. Aber auch im Film an sich gibt es auch was Schönes zu sehen, nämlich von Ice Cube gibt es private Jugendfotos eben, wo gezeigt werden, während eben der Lebenslauf gezeigt wird im Film. So, kommen wir nochmal zu meiner persönlichen Meinung zu XXX2 The Next Level. Der Film ist einfach nur noch ein Actionfilm, es hat so gut wie gar nichts mehr eines Spionagefilms an sich, ein paar kleine Momente gibt es noch, das war aber auch schon alles. Die nächste ist, Xander Cage ist tot? What? Wie soll das denn bitte gehen? Ja, im ersten Teil rotzt er wirklich all dahin, natürlich auch das absolut manchmal unglaubwürdig, er ist eigentlich ja nur ein Profisportler, aber ein Halunke kann man sagen, aber hat auch das alles drauf, was eigentlich ein Spionageheld eigentlich, ein Agent eigentlich alles kann, kann der da auch. Und jetzt ist er tot, so ganz nebenbei. Gut, kann der sein. Aber es gibt noch einen dritten Teil. Ja, die Geschichte wird auch ein bisschen mit der Vergangenheit von Gibbons oder von Darius verbunden, was ich auch sehr gut finde. Aber das Problem ist bei diesem Film, der Bösewicht erkennt man ja eigentlich sofort. Mit der Minute erkennt man sofort, wer der Bösewicht ist. Und das wäre ein bisschen schade, wenn wir hier bis zum Schluss euch aufsparen können und das auch wirklich ein bisschen spannender inszenieren können. Ja, Ice Cube hat auf jeden Fall niemals die Coolness von Vin Diesel. Das muss ich mir klipp und klar sagen. Also auch weder von den Sprüchen her, vom Auftreten her. Also da ist einfach Vin Diesel einfach hier wesentlich cool hergekommen im ersten Teil. Auch er spielt hier in diesem Teil die Rolle wesentlich ernster als Vin Diesel. Er ist natürlich auch hier angefressen, das merkt man ja auch an. Aber ein paar gute Sprüche gibt es schon trotzdem noch. Ja, Samuel Jackson hat hier auch eine größere Rolle bekommen als auch im ersten Teil. Aber leider für mich persönlich eher das größte Buh-Geschäft ist hier viel Rap-Musik, was natürlich mir überhaupt nicht gefällt. Und ja, ich hätte mir gerne hier ein paar schöne, heftige Lieder gewünscht, von Rammstein zum Beispiel, auch wieder gut gepasst. Aber leider nein. So, aber jetzt. Es sind wirklich coole Fights dabei und auch coole Action-Sequenzen mit dabei. Aber da sind da so viel übertriebene und unlogische Stunts mit dabei, die einfach nur eigentlich fast völlig übertrieben, also die einfach unmöglich sind, das zu schaffen. Ein Schlauchbootsprung springt vom Fluss hoch auf die Brücke und zermalmt dann natürlich ein Polizeiauto. Klarer Fall, ist ja wohl logisch. Auch dann der ganz schnelle Panzerumbau, auch das absolut vollkommen absoluter Käse. Und noch dann die Verfolgungsjagd mit dem Schnellzug. Ja, natürlich ist natürlich ein Auto wesentlich schneller als der Zug. Ja, was sich in Sicherheit fährt, ist klar, ist logisch. Ja. Auch dann noch das Schienenauto, wo immer die ganzen Reifen platzen und dann halt eben dann das Auto perfekt auf die Schiene drauf passt und dann genauso schnell fahren kann wie der Zug. Also da muss ich wirklich sagen, ein absoluter Bullshit, was man hier bis Gesicht bekommt. Da hier geht schon fast in die Fast and the Furious Reihe über. Ja, also hier wirklich absolut unlogische Stunts. Es sind wirklich echt ein paar coole Stunts mit dabei, aber auch sowas von absolut unnötig. Und vor allem auch dann der Schluss, die letzte halbe Stunde, denkst du mir, mein Gott, wann ist dieser Film endlich zu Ende? Das CGI ist absolut wirklich schlecht.
Kann auch sein, dass es damals besser war, aber nur schlecht gealtet ist. Kann natürlich auch möglich sein. Aber ich für meinen Teil muss wirklich sagen, da ist das CGI wirklich so schlecht, dass man fast nur noch hingucken kann. Und was man nur noch mit dem Kopf schütteln kann, was einfach nur noch grausig ist. Auch dann noch dann die Rettung vom Präsidenten. Oh mein Gott. Ich dachte mir, oh mein Gott, was gucke ich mir da an? Ja, also wirklich einfach nur ein billiger Aufguss noch zum ersten Teil. Mehr ist das überhaupt nicht. Es musste noch übertriebener sein als der erste Teil. Und einfach diese unlogische Stunts gefallen mir hier überhaupt nicht gut. Im ersten Teil gab es auch ein paar, aber nicht so extrem wie in Teil 2. Hier muss alles noch viel größer, noch bombastischer sein. Aber ich sage immer wieder, manchmal ist weniger mehr. Man kann es schon mal angucken, aber kein Vergleich zum ersten Teil. Deswegen bekommt Triple X2 The Next Level von mir 6 von 10 Punkten. So, gut. Sommer, so weit sind wir jetzt schon mal mit dem zweiten Teil. Jetzt gibt es ja noch einen weiteren Teil. Der kam aber erst 2017 heraus. Und ihr seht ja schon, ich habe ihn mir nicht im Regal stehen, sondern ich habe ihn mir bei Amazon Prime angeguckt. Und zwar XXX. Die Rückkehr des Xander Cage. Also, das heißt so viel, Vin Diesel kehrt zurück. Ja, dachte ich, okay, ich habe diesen Film schon mal zu Hause gehabt als Steelbook-Version. Habe ich schon zu Hause gehabt, ich habe ihn angeguckt und habe nur den Kopf geschüttelt. Und dachte mir, nein, ich mache diese Filmreihe, aber ich kaufe mir diesen Film nicht. Teil 2 geht gerade noch so. Aber den letzten Teil, den kann ich einfach nicht mehr in der Sammlung haben. Ich habe jetzt angeguckt, nochmal, und meine Meinung hat sich nicht sehr viel verändert zu diesem dritten Teil. Ich habe mich wirklich gefreut, cool, Xander Cage kommt zurück, er wird genauso cool, wie auch gut gemacht, wie auch schon der erste Teil, aber leider nein. Der Film ist aus dem Jahre 2017, also fast 12 Jahre später nach dem zweiten Teil. Der Film ist sogar jetzt ab 16 Jahren freigegeben und Regie führte hier DJ Caruso, hat auch Eagle Eye gemacht und auch Disturbia. Diese beiden Filme gefallen mir sogar persönlich sehr gut. Mit dabei wieder haben wir hier Vin Diesel als Xander Cage. Und dann noch Toni Collette ist die Jane Mark, hat mir gespielt bei The Sixth Sense, sowie auch Hitchcock und auch bei Krampus. Dann Nina Dobrev ist die Rebecca Becky Clearwhites, hat mir gespielt bei Flatliners aus dem Jahr 2017. Und Donnie Yen ist der Xiang, hat mir gespielt bei Blade 2 und auch bei Star Wars Rogue One. Sam L. Jackson auch hier wieder mit dabei und auch Ice Cube als Darius Stone ist hier ebenfalls noch mal einen kurzen Blick mit aufgetreten, was ich hier wirklich sehr cool fand bei diesem Film. Okay, um was geht es nun? Beim dritten Teil, die Rückkehr des Xander Cage, war ja wohl vollkommen klar, dass der Tod nur vorgetäuscht war von Xander Cage. Er wollte nämlich ins Exil drehen, um seine Ruhe zu haben. Doch dann passiert was ganz Schlimmes bei der CIA, nämlich die Büchse der Pandora wurde von einer Geheimorganisation geklaut. Und er wird zurückgeholt, um eben diese Büchse der Pandora wieder zurückzuholen. Und er holt sich ein Team dazu von weiteren coolen Kollegen, mit denen er damals schon mal zusammengearbeitet hat. Und damit gehen sie auf die Reise, um die Büchse der Pandora zu finden und sie zu zerstören oder zurückzugeben der Regierung. So wie schon mal zur Handlung von dem Film. Mehr braucht man dazu erwähnen. Ich kann nur sagen, es war ein absoluter Bullshit. Habe ich was gesagt? Nein. Okay, Hintergründe erstmal über diesen Film. Der Film ist schon seit 2006, hat schon Vin Diesel mal behauptet, dass er als Xander Cage zurückkehren käme und er gab auch damals schon den Titel an. Na gut, die Rückkehr des Xander Cage ist jetzt nichts Berauschendes, ne? Das ist klar. Ursprünglich sollte auch neben Diesel ebenfalls auch der Regisseur dabei sein, eben Rob Cohn, aber er hatte leider keine große Lust mehr gehabt, weil am 10. Juli 2009 verließ eben Cohn das Produktionsteam und deswegen war er auch recht wenig daran interessiert. Aber es sollte auf jeden Fall das Ziel geändert
bleiben, und zwar sollte gleich bleiben, aber im extra Augenmerk noch mehr Stunts und noch mehr Extrem-Stunts vor allem. Also, es könnte noch schlimmer werden als Teil 2. Ja, im April 2010 gab auch der Paramount Pictures bekannt, dass es auch in 3D gefilmt werden soll und auch in 3D rauskommt. Das Budget lag bei diesem Film bei 85 Millionen Dollar und in China spielte der Film 160 Millionen US-Dollar ein und war der kommerziell erfolgreichste Hollywood-Film in China neben Warcraft. Also Wahnsinn, Wahnsinn, ich kann es nicht fassen. Das Einspielergebnis von diesem Film war sage und schreibe 346,1 Millionen Dollar. Ich kann es echt nicht fassen, aber er war eigentlich nur erfolgreich in China. Auch ebenfalls in den USA war er eher ja, bescheiden. Da lag es gerade mal um die Hälfte, also da war er wirklich eher ein Flop-Geschäft. So, okay. Jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Meinung. Ich muss wirklich sagen, dieser Film geht für mich gar nicht. Erstmal, Gibbons, Sam L. Jackson spielte hier auch mit. Aber nur in den ersten 3 Minuten und dann gibt es da ein großes Boom, weg und weg ist er. Was? Warum? Genau das hat es ja ausgemacht, dieses Zusammenspiel von Gibbons und Xander Cage. Das war das, was auch hier der Witz rübergebracht hat, was auch wirklich hier Cooles rübergebracht habe. Aber nein, das wurde hier gleich mal über Bord geworfen. Ja, es gibt 2, 3 kleine interessante Handlungsbögen des Films, die dann doch recht interessant sind. Aber wenn man den Film weiß ungefähr, dann kann man auch da schon recht schnell dahinter kommen, wer dahinter steckt. Trotz alledem, der Bösewicht bleibt extrem langweilig und auch im Schatten gerückt, also vollkommen nebensächlich. Denn der ganze Film an sich, also von dem ganzen Dreharbeiten auch, es fühlt sich alles so unecht an. Kennt ihr das irgendwie? Ihr schaut den Film irgendwie, es wirkt alles so künstlich. Nein, ich meine Avatar 2, dieser ganze Film wirkt irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich kann es wirklich schlecht beschreiben. Irgendwie passt diese ganze Grundstimmung von diesem Film nicht. Xander Cage kommt natürlich wieder zurück. Ja, ist cool. Mit einem absolut übertriebenen Stunt, was auch an manchen einfach nur unglaubwürdig ist. Und vor allem auch dann das, was er eigentlich dann auch dann versucht zu machen. Und das soll jetzt witzig sein? Ist aber nicht. Nee, tut mir leid. Wenn dies ist oder etwas cooler, aber man merkt auf jeden Fall hier die kompletten Fast and the Furious Filme ihm auf jeden Fall an. Er ist nicht mehr ganz so locker wie in Teil 1, wie ich finde. Und irgendwie kommt er mir da auch irgendwie nicht sehr sympathisch vor bei diesem ganzen Film. Und jetzt kommen wir noch zu den ganzen neuen Charakteren, die hier mit eingeschleust wurden. Viele nervige Charaktere. Das komplette Team ist einfach nur unsympathisch. Und in diesem Film gibt es auch so viel einfach nur nervige und auch idiotische Dialoge bei diesem ganzen Film, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann. Auch das sollte irgendwie lustig sein, ist aber für mich persönlich nicht. Wie gesagt, ist auch meine persönliche Meinung, nicht eure Meinung. Ihr könnt diesen Film wirklich gern mögen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber auch, es gibt auch wirklich auch hier wirklich ein paar coole Stunts, aber dafür vollkommen übertriebene Stunts. Ich sage jetzt hier nur mal, also absolut Bullshit auch hier, die Motocross-Verfolgungsjagd auf dem Meer. Ja, wie das funktioniert, das ist unglaublich. Die tauchen mit den Maschinen unter Wasser und gehen wir nach oben. Das funktioniert in dem Film. Ob das wirklich funktioniert, ich weiß es nicht. Also seht ihr schon, dieser Film ist auf jeden Fall auch kein so ein spionagischer Agenten-Thriller wie auch hier Teil 1. Hier ist eigentlich nur noch Action, Boom, Bang, Boom, mehr ist es nicht. Und halt noch mit viel nervige Charaktere, die einfach dazu passen. Und irgendwie hier wollen sie es noch größer, noch stärker, noch explosiver machen, mehr aber auch nicht. Ja, aber ein cooler Gastauftritt gibt es auf jeden Fall zum Schluss, nämlich Darius Stone ist hier wirklich für mich persönlich sehr cool rübergekommen und hat die Leute auch aus der Scheiße geritten. Die CGI-Effekte von dieser Film wirken auch extrem billig, sei es jetzt das Flugzeug, sei es jetzt die Explosionen, es ist einfach, es schaut ganz schlimm aus, also für diesen von 85 Millionen Dollar Budget habe ich mir doch ein bisschen mehr erhofft.
Ja, also ihr seht schon, für mich ist Triple X die Rückkehr des Xander Cage ein kompletter Reinfall gewesen. Und ich musste mich ja wirklich durchkämpfen, diesen Film anzugucken. Mit ein paar Action-Sequenzen, ja, ist es cool, aber für mich ist der Film absolut nichts mehr, bekommt von mir gerade mal noch 5 von 10 Punkte. Er ist natürlich jetzt nicht so extrem, ich rede ihn einfach bloß gar nicht schlecht, aber er bekommt von mir 5 von 10 Punkte. Man kann sich mal angucken, aber wenn ihr den ersten Teil gemocht habt mit seiner Art und Weise, wird auch dieser Film für mich persönlich, also wird auch dieser Film euch eventuell nicht gefallen. Aber ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung zu den ganzen Filmen. Ihr könnt eine ganz andere Meinung haben wie ich. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Also, die Rückkehr des Xander Cage bekommt von mir 5 von 10 Punkte. Und natürlich die gesamte Filmreihe bekommt von mir 6 von 10 Punkte. Mehr wird's leider nicht. Ich kann nur empfehlen, guckt euch den ersten Teil an und spart euch Teil 2 und auch Teil 3. Wenn ihr Teil 1 gesehen habt, habt ihr das Beste gesehen. Und muss wirklich sagen, der macht wirklich von Anfang bis Ende extrem viel Spaß. Coole Kameraszenen, coole Aufnahmen, coole Explosionen, coole Stunts, die noch einigermaßen glaubwürdig rüberkommen. Aber alle anderen und natürlich auch Rammstein, ist natürlich klar. Ja, ob Triple X 4 kommen wird? Ja, ich hoffe jetzt für mich persönlich nicht, sonst müsste ich diese Filmreihe irgendwann mal erweitern. Aber da gibt es wohl extreme rechtliche Probleme über diese Filmrechte und deswegen ist auch erstmal nichts weiter bekannt, ob ein weiterer Film realisiert werden kann oder auch nicht. Also hier ist wirklich erstmal nichts bekannt, ob es weitergehen wird oder auch nicht. Ja, das ist meine persönliche Meinung, nochmal meine persönliche Meinung zu der Filmreihe von Triple X. Jetzt seid ihr gefragt, welchen Film gefällt euch am besten von dieser Reihe? Schreibt es gerne in die Kommentare rein und wenn ja, euch der dritte Teil gefallen könnte, auch da könnt ihr gerne meine Begründung reinschreiben. Bin sehr gespannt, was ihr an diesem Film gut findet und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund, tschüss mit Ö und Beep.